Nachdem alles soweit fest geworden ist, bleibt noch der Schornstein als letztes zu regeln. Und das regelt sich mit ein klein wenig Kleber von selbst. Jetzt müsste ich laut Bauplan eigentlich eine Abdeckhaube da drauf setzen. Und nach meiner Erfahrung erziele ich damit nur den Effekt, dass ich dabei herumschmiere. Und deshalb werde ich einfach diesen Schornstein etwas rußig gestalten und es damit sein Auslangen finden lassen. Und damit geht es weiter an mein Lieblingsthema, die Dachrinne. Wobei, so wie diese Dachrinne hier konstruiert ist, finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Man hat genügend Haltefläche, keine große Fummelei, das Teil ist in sich stabil. Okay, diese Rinne bereitet mir keine Albträume mehr. Und auch die sitzt. Sitzt. Und leider glänzt das Dach da. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag.
So. Und nach dem Albtraum der Dachrinne folgt natürlich der Albtraum der Fallrohre. Statt ihn jetzt mit Kleber festzumachen, was ja nur dazu führt, dass ich wieder glänzende Stellen habe, kommt mir so ein bisschen die Idee, das mit Farbe zu erledigen. Denn die gehört ja nun offiziell dahin. Das voll hält. So ein bisschen kommt da jetzt Spannung bei mir auf. Wenn das klappen würde, wäre es ja nicht schlecht. Ja.
Das kann ich alles noch brauchen. Das eher nicht. Das eher auch nicht. Das auch nicht mehr. Jetzt werde ich wohl ein wenig tricksen müssen, um das umzusetzen. Es muss ja nicht schwer sein, es muss nur die leichte Dachrinne anpressen. Die lange Dachrinne muss ich erstmal wieder gerade biegen. Und dann kann ich nur hoffen, dass das halten wird.